Yeah, da sind wir. Boah, ey, wenn du so gerade sitzt, hätte ich mir aber auch gerade. Naja. Ja, ne? Gewöhn dir das mal an. Und also nicht nur einfach, sondern auch so. Boah, das kann ich genau 2 Minuten, dann sacke ich wieder. Ja, aber jeden Tag eine Minute mehr und dann wirst du zum Zen-Master. Und dann ist uns das auch scheißegal, was im Bloodborne Wie passiert. geil ist das denn hier? Ey, das habe ich im Schrank gefunden. Weißt du, wie alt das ist? Ich kann es mir ungefähr hochrechnen. Das ist krass, ne? NBC Europe, er sieht professionell aus. Wenn du damit irgendwie in Amerika Ah oder ja. so, da bist du, kommst du überall rein, ne? Das war Oh, doch auch hier früher ist. der Trick. Man hatte ja immer irgendwie sowas in der Art dabei. Und da ist noch die Visitenkarten, die alten, die Alter, wir ich dann noch weiß lange noch. benutzt haben. Erste E3, da hat damals Itzig, da ein Mitarbeiter bei Giga, hat, wir hatten damals auf der E3 so einen Bulli. Und er hat auf den Bulli in Amerika hat er den Peacock, das ist dieses Zeichen hier von NBC, dieser Regenbogen, hat er dann, hatten wir als Aufkleber, als Einzelteile, also so 6 von diesen Aufklebern, hat er vorne auf die Motorhaube geklebt. Und dann sah das aus, als ob wir so ein offizielles NBC-Kamera-Auto wären. Und wir sind überall, können in die Paramount Studios quasi reinfahren, ohne dass auch irgendeiner sofort reingewunken. Das ist nice, Das oder? ist schon krass. Und auf der E3 konnten wir, damals wurde Half-Life 2, glaube ich, als erstes mal vorgestellt. Und dann konnten wir, da war eine Schlange um die Booth rum, mehrmals quasi. Und wir sind hin, hey guys, who are you? Und wir haben so Visitenkarten mit NBC-Logo. Also, oh, NBC, okay, go right here. Und dann konnten So wir rein. Wie läuft heißt der das. Dicke von Valve? Gabe Newell. Gabe Newell stand da und hat Ja. Half-Life 2 vorgestellt. Und wir saßen in der ersten Reihe neben Gabe Newell. Das war Ja, so schon. läuft das. Das ist gut, oder? Ja, Dreistigkeit Win. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Edmundense. Endlich mal wieder vereint, ey. Ja, gefühlt seit 100 Jahren haben wir nicht mehr zusammen gezockt. Ja, das ist eine Weile her. Ben hat für dich übernommen. Ich wusste gar nicht, dass Ben Bloodborne zockt, Oh ey. doch, Ben hat das ziemlich schnell durchgesuchtet und ist richtig gut. Er hat auch schon den DLC durch, war uns also knowledge-technisch überlegen und hat auch Skills. Also er hat einen Boss, der vergleichbar ist mit dem Säbeltypen aus dem Schnee-DLC von Dark Souls 2, der Säbel-Samurai. Den hat er im zweiten Versuch gelegt, quasi. Alter. Das ist nämlich eine Tante in diesem DLC, die genauso evil auch ist. Ben, ich hatte ja keine Ahnung. Ja. Das ist krass hier in der Redaktion. Timo aus der Regie, mega der Bloodborne-Fan, hat auch schon, glaube ich, den DLC durch. Man denkt immer so, man ist hier der Superstar in Sachen From Software und dann ist man es gar nicht. Naja. Ja, du kannst es ja noch werden. Ein bisschen was hast du aufzuholen, aber sonst Ja. kennst du es ja ganz Ich sehe gut. gerade, wir haben gerade gestartet. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was geht hier überhaupt ab? Was hat er auf dem Kopf? Was hat er umhängen? Nur die Waffe ist natürlich noch gleich. Ja, wir haben ein bisschen umgedresst, weil diesen komischen Sack, den haben wir gefunden. Das sind so, ey, oh, das sieht. Sagt, sieht aus wie ein Stein. Ich kann es dir auch gar nicht erklären, weil du weißt, wie das ist, wenn man jemandem versucht, etwas aus Dark Souls zu erklären. Ja, okay. Es ist einfach so. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen mit dir vielleicht noch mal kurz in ein Gebiet und zeigen dir das. Wo lang denn? Da? Nach da oder nach Nee, da? Oh, geh doch einfach mal. Ich weiß ehrlich gesagt gerade auch nicht genau. Na, Also da ist vorwärts. Da ist Das vorwärts. ist Da liegt auch vorwärts. ein Item, sieht man ja Da im waren wir auch noch Hintergrund. nicht. Wir haben hier aufgehört, Dann haben ich uns will durch diesen erstmal hin. Fisch-Speicher, das ist ja wie so ein Fischsilo, hier Ach überall werden ja. Fische gehortet. Und es hat auch irgendwas mit Fischen auf sich. Der ganze DLC Was ist mit unter, Fischen? ist irgendwie Bloodborne 2 DLC, The Fishing Adventure oder sowas. Also es ist total fischmäßig hier alles. Ich kenne ja nur noch das, wir haben aufgehört nach dem Sieg gegen Ludwig, ne? Habt ihr euch eigentlich das Moonlight Ja, haben wir geholt? Okay, Das kannst du mal raus und zieh dir das mal rein. Oder haben wir das nicht? Haben wir das Moonlight Sword geholt? Nee. Haben wir nicht? Ja, dann müssen wir das Moonlight Sword noch holen. Das Ding ist unsere Skills. Na? Das haben wir damals noch ein bisschen hochgepowert, hier Amygdala an Arm. Deinen Arm, ja. Das kenne ich auch noch nicht. Simon's Bowblade. Simon's Bowblade, ja. Das ist aber Ja, nichts super wahrscheinlich Bogen. Spezielles. Ja. Sonst ist auch nicht so viel dazugekommen, glaube ich. Nee, das letzte Mal, ja, wir waren dann nach dem Boss und dann sind wir noch weitergegangen. Da waren wir in diesem Raum, wo diese zwei Jäger waren und ich glaube, da verliert sich dann so meine Erinnerung. Ich glaube, sehr viel weiter habe ich dann von da, weiß ich nichts Wir mehr. waren in diesem Turm von Latria, weißt du? Wo die Ja, verrückten Leute genau, das war rumgelaufen das sind. Letzte. Das war das Exakt. Letzte, wo du dann ausgestiegen bist. Diesen Turm von Genau. Latrika, den sind wir hoch emporgeklommen. Ja. Der ist gar nicht so groß. Der ist nur sehr, sehr verschachtelt und labyrinthartig. Und oben warten dann zwei Bosse. Zwei. Die haben wir beide gelegt. Die kommen Also quasi so nacheinander. Schornstein und. Ach so, nacheinander, nicht so eins Nacheinander. rein. Nicht direkt nacheinander, sondern es ist 50 Meter Weg zwischen. Mhm. Aber die haben wir gelegt. Die waren nicht sonderlich schwer, beziehungsweise den zweiten hat Ben super souverän einfach schnell umgehauen, obwohl ich dachte, da brauchen wir ein paar Sessions für. Und dann sind wir hier in dieses Fischgebiet. Und das haben wir jetzt auch
Ja, schon ziemlich viel, ziemlich weit fortgeschritten sind wir hier. Sag mal, gibt's nicht irgend so eine, ich kenne mich ja nicht, ich bin ja nicht so bibeltreu, aber gibt's nicht so irgend so was, wenn's Fische regnet, Ding ins Kirchen? Nee, das sind Frösche, glaube ich. Frösche war in dem Film in Meatballs? Nee, yeah. Da waren es Meatballs. Nee, Heuschrecken, das war die eine Seuche. Die Heuschreckenplage und Frösche, doch, Frösche regnen. Und ich glaube, es regnet Frösche. Ja, das war doch in diesem einen Film. Ist eine Leiter übrigens. Nach oben geht's zurück, ja. Also Fische regnen könnte trotzdem eine Mittraffer sein, die da so. Oh, und 93 Insider, dafür kann man sogar Bloodrock kaufen. Mhm. Haben wir gespart. Ich glaube, ich hatte noch nie 100 Inside. Ja gut, hier ist ja jetzt wahrscheinlich auch alles tot. Ja, hier weil, ist alles tot, genau. Aber du gehst hier richtig. Ich führe dich nochmal, weil wenn du hier rum bist, ist auch blöd. Geh hier hin. Da, genau. Da über die Planke? Nee, nicht über die, geh zurück. Dahin. Genau da. Links. Genau, und wenn du jetzt da durch die Tür gehst, kommst du zum Bonfire. Oh, da ist aber noch was. Das ist ein Fischmann, den kannst du umhauen, die sind easy. Aber, oh, wer steht denn da links? Das ist ein großer Fischmann. Ich glaube, der ist nur aufgerichtet. Geilen Sound, wenn die sterben. Hä? Ja, das ist ein Zaubermann. Wer? Der Typ. Oh. In Bewegung bleiben, wenn er, genau. Sehr gut. Zaubermann, Alter. Was ist denn das, was wir da in der Hand haben? Black Sky Eye? Das kenne ich auch nicht. Das Schwert? Ludwig? Nee, da oben. Oben links, Item. Ach so, Black Sky Eye. Ja, das ist verzaubert. Da kommen so lila Feuerbälle. Habe ich dir erzählt, dass ich weiß nicht, ob ich es auch on air erzählt habe, ein Video gesehen habe, da hat einer ein Video gemacht von seinem Bloodborne-Charakter und das ist ein Caster. Der hat alles, also er hat nichts geskillt, außer den Magic Skill. Oder wie der heißt. Mhm. Und der, der one-shottet fast jeden Gegner und Bosse und mit drei Zaubersprüchen und so. Mhm. Also für alle, die gesagt haben, ja, ist ja nichts mit Magic in dem Spiel. Also es geht schon, wenn man es entsprechend pusht. Ja, aber was macht er denn im Rest des Spiels, ne? Ich meine, du brauchst ja diese Quicksilver-Bullets. Tja. Die ganzen Heil-Items gehen, er geht halt auf Distanz, dadurch nimmt er natürlich auch nicht so oft so viel Schaden. Und die ganzen Heil-Items gehen halt dafür raus, dass er sich halt die Bullets ins Bein jagt. Also ich würde sagen, wir beamen uns mal nach Hause. 93 Inside können wir ausgeben, weil ich glaube, bei 99 ist Schluss. Und mir würde es in der Seele wehtun, wenn wir 99 haben und noch welche kriegen. Deswegen würde ich einen Bloodrock vorschlagen zu kaufen. Finde ich gut. Auf der anderen Seite, was passiert, wenn man 100 hat? Ich glaube, es geht nicht über 99, weißt du? So. Also ich war auch mal in der Region und... Ist das der Dings? Ist das der Wald quasi? Nee. Das ist nicht der Wald. Das hier ist auch wieder... Das hier ist genauso wie in Dark Souls 2 die Feuer Area. Die ist über diesem Sanatorium, in dem du uns verlassen hast. Das ist oben irgendwo in den Wolken. Alter, was geht denn hier ab? Oh, okay. Skulls. Und ich glaube, so ähnlich ist das Teil, was du in der Hand hast, was du mit Viereck aktivierst. Komm aus so ein Skull raus. Ja, okay. Ey, auf einer Skala von 1 bis Skull. Was ich hab da. Skull, oder? Triple Skull. Ey. Schon derbe, auf jeden Fall. Ey, ich kann auch mich gar nicht mehr auf irgendein anderes Spiel konzentrieren, weil ich die ganze Zeit denke, ah, was soll's, es kommt nur eh bald das Geile. So, weißt du so. Ja, ne? Das ist, oh Mann, ey, ich kann es echt nicht erwarten. Ich habe so Bock. Ich glaube, ich werde mir wieder Urlaub nehmen. Ey, so lange kann man sich aber nicht Urlaub nehmen. Er muss aber es reichen so 1-2 Wochen. Nee. Alter, 1-2 Wochen? Ja, für den Initialkick so, den du, damit du das wirklich am Stück konsumieren kannst. Das ist das Wichtige am Anfang, um reinzukommen. Ja. Und nicht am ersten Abend, ich kann jetzt eine Stunde Dark Souls 3 anfangen zu zocken, musst du ins Bett. Naja, eben. Da hat keiner Bock drauf. Also ich kaufe den, ja? Jupp. Geil. Guck mal, den gibt's auch nur. Man kann sogar nur einen kaufen, sehe ich gerade. Echt? Oder? Heißt das nicht? Die nee, Zahl, nee, die du hast. Nee. Ach, das ist die Zahl, die wir haben. Du kannst keine kaufen, weil du keine 60 Inside hast. Ja, aber was ist denn die Zahl da? 22 Chunks kann man kaufen, oder? Du hast recht.
Das ist ja nicht die Zahl, die wir haben, sonst hätten wir ja noch einen Bloodrock im Gepäck gehabt. Du hast recht. Komisch. Man kann echt nur einen kaufen, die Schweine. Irgendwas limitieren sie immer. Fucker. Ja, einen gibt's ja zu viel, recht easy im DLC. Ja? Müssten wir bald hinkommen. Wir könnten, also ich meine, Sinn würde es ja eigentlich nur machen, den Arm auszubauen, ne? Oder eine komplett neue. Probier mal bitte das Bowblade aus, zweite von oben, weil... Können wir nicht equippen. Aber trotzdem mal ausprobieren, geht das nicht auch? Nee. Echt nicht? Nee. Shit. Hab ich schon mal, eben als du noch nicht da warst, ich kurz mal das Spiel gestartet. Okay. Aber man könnte, also theoretisch fehlen uns nur zwei bei... Hab ich dir den gezeigt, die Whirlwick Sword? Gib mal bitte das Pad und die Whirlwick Sword. Ja, die kenne ich aber noch. Ja, aber habe ich dir den Angriff gezeigt? Achso, nicht verstärken. Weil die habe ich zu Hause benutzt. Und ey, das ist so gut. Gehst rüber, machst die Hardcore. Und hast ein paar Angriffe, aber dann hast du den hier. Und mit dem kannst du hier den Rasen. Deshalb ist die Hecke so schön. Ja, ne? Das war doch nicht immer so schön. Geht oben auf die Stamina, wenn du mal hinguckst so. Aber damit kannst du halt Perma-Damage machen. Das macht jetzt nicht ultra viel. Bei Bosskämpfen kann man das mal anwenden, aber okay. Ich habe das nie groß benutzt, weil es nur eine Spielerei ist. Sieht auch einfach obergeil aus, das Ding. Das könnte man eigentlich auch. Guck dir das an. Allein wieder das Ausholen, das tut schon weh. Ja. Ey, kennst du das Video von dem Typen, der den Zorgleaver nachgebaut hat in Real Life? Ich bin zum Ende geskippt und hab nicht viel gesehen. Der eine fucking Schmiede hat? Ja. Was ist los mit den Leuten, ey? Schmiede wäre schon ganz nice. Das ist wirklich, was es alles gibt. Ey. Okay, ja, den können wir natürlich auch aufpowern. Was haben wir denn? Was sind eigentlich unsere Werte? Wir sind bei diesen wichtigen Werten seltsamerweise nur bei 30. Wir haben ziemlich viel auf Vitality gegeben. Ja. Ja, also man könnte sagen, also Bloodstone-Charts haben wir eh genug. Da kann man fast... Das ist vor allem Ding, was am Ende, glaube ich, mit S scaled. Also das ist eine richtig gute... Stärkewaffe auch einfach mal, die World Kick Sword. Den haben wir halt schon plus 7, ne? Ja. Wollen wir den weitermachen? Ja. Der ist was Neues. Neuer der könnte auch auf S gehen, der ist auch schon auf B. Nee, weil wenn der auf 7 ist, geht er nicht mehr auf S, glaube ich nicht. A? Ja. Meinst du, der geht bei 10 auf? Ja, also ich glaube nicht. Wir hauen den jetzt auf 10, ja? Ja. Echt? Okay. Buttrock? Komm, geh auf S. Warte, man wird ja... Nee, er geht nicht auf S, wird ja angezeigt werden, glaube ich, oder? Ja. Steht das, würde das nicht irgendwo stehen, dass der dann G zu S irgendwo? Ich glaube, weil es blau ist, oder? Der wird es ein bisschen besser. Das ist A,5 jetzt. Weißt du? Ah, jetzt ist er weg. Mal gucken jetzt. Der Waffe, Alter. Where? Unten. Amygdala an Arm? Ah, nee, du hast recht. Arm. Schade. Ich glaube, A ist bis 40, S ist bis 50. Kann das sein? Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir dem natürlich auch ein paar Gems reinhauen. Ich muss erst die anderen rausholen. Oder? Aus ihm raus? Aus der anderen Waffe. Da sind ja die besten Gems drin. Wir haben ja nur 3 ziemlich gute und der Rest sind ziemlich mediocre. Okay. Ja gut, dann können wir aber Ludwigs Blade auch gar nicht mehr benutzen. Dann. Ja, aber warte, bevor du es machst, lass einmal den Schaden kurz. Wie viel haben wir? Ist das 610? Sehe ich das richtig? Ja, ne? Plus 410 reicht ja, wenn wir uns plus 410 merken, oder? Ja, okay. Das war schon gar nicht schlecht. Genau, also, und ich würde gerne wissen, wie viel das jetzt im Vergleich macht, genau. So, die nehmen wir alle raus. Gut. Richtig, ne? So, und dann nehmen wir den Arm. 106, 118, 122, 130. Wer bietet mehr? 136, 150. Mach ich schon mal rein. Ja. Ist auch der Gute gewesen schon. Ja, ne? Da war wieder einer. Plus 18, da drunter. 152. Aber da hast du versus the Kin down. Das macht halt nur 1% mehr, aber dafür diesen dicken Mali. Also. Ja. Malus. Okay, dann haben wir hier 154, 168, 169. Immer wenn ich einen gerade nehmen will. Nehme ich den schon mal? 179, 186. 189. Oh, Blunt 250. Ja, das raff ich immer nicht. 196. Oh, da ist wieder so einer. Genau, das sind die beiden. Geil. 18er. Ja, solche Sachen kann man halt angeblich, ich habe es nie gemacht, in den Chalice Dungeons halt richtig geil farmen. Da gibt es halt die bösen Diamonds, habe ich gehört. 209 sogar. Aber da war noch ein Malus, oder?
Fürs Kind schon wieder, macht ihn raus. Der war doch ganz geil, den du eben hattest. Das war unser bester. Tempering, da. Ja. So, und besser haben wir noch nicht. Und hier musst du, glaube ich, einen nehmen mit Climb Side of Malus Effekt. Da war aber gerade schon ordentlich was los. Da. Ah, hier ist auch wieder Attack versus the Kin. Aber dafür auch 70 mehr. Ja, wir kämpfen momentan gegen Fische. Also, und wir haben keinen versus Fisch. Das ist die Frage, das könnte ein Kin sein, ne? Hier ist... Fischkin. Sollen wir den nehmen ohne Malus oder den plus 275 mit Malus? Das ist ja kein, das ist ja ein Bonus. Hm? Ne, der hier, es gibt noch einen. Was denn den hier? Aber da kriegen wir den Malus mit minus 9,7. Ne, den anderen. Oder nimm den mal. Ne, nimm den anderen. Den nehmen wir jetzt haben, ne? Besser gibt's nicht. Mit den zwei Boni. Das ist der hier. Ja, okay, der sieht auch gut aus. Er macht aber schon weniger Schaden auf jeden Fall als Ludwigs Schwert, ne? Wie viel denn jetzt? 510. 510? Na, ich meine nur... 100 Schaden weniger. Ja. Aber vielleicht ist sie doppelt so schnell. Hat er doch eine geile Reichweite, das Ding. Haut er da zweimal? Guck mal. Eins, zwei. Beim Zurückholen. So, dann können wir noch Stüfchen vielleicht hoch. Oh, knapp. Ah. Ja, passt ja genau. Krieg mal auf Strength, jetzt wo wir eine Strength-Waffe haben. Ja, ich würde auch sagen, wir müssen auf 40 jetzt mal ganz dringend. So, wo muss ich jetzt zu welchem Grabstein nehmen? Da oben, ne? Was haben wir denn für nice Schuhe, ey? Guck mal hier. Ja, geil, ne? Manolo Blahnik. Ey, kennt sich ja richtig aus. Kenn ich aber auch. So. Wo, das hier? Also das ist das weit fortgeschrittenste, wenn du Progress machen willst da. Ansonsten können wir auch einmal kurz beim Boss helfen, dann siehst du die Bosse nochmal, wenn du willst. Wir können auch in die anderen Bereiche gehen und dir mal zeigen. In die Research Hall kann ich dir einen richtig geilen Farmspot auch mal zeigen. Und Fishing Hamlet, ist nichts Besonderes, nur der Anfang von Lighthouse hat. Wie viel ist denn jetzt noch vom DLC? Also ich habe ihn auch noch nicht durch. Ich bin beim nächsten Boss privat und das ist nicht weit weg. Und ich weiß nicht, was danach kommt, aber ich glaube, dann ist man bald durch. Ja, also mir ist egal, wir können, müssen ja auch ein bisschen an die Zuschauer denken, nicht, dass die sich langweilen, wenn wir jetzt irgendwie dann geht Lighthouse hat. Ich glaube halt, hat wahrscheinlich relativ schnelles Zeit. Ich habe auch echt lange nicht mehr gespielt. Also ich habe es zu Hause privat gar nicht mehr gespielt, seit ich es durch habe. Mhm. Ich finde halt, der Replay-Value ist in dem Spiel auf jeden Fall deutlich niedriger als bei den Souls-Spielen. Ja. Das Kampfsystem macht zwar Spaß, aber... ja, man findet halt zu wenig geilen Shit. Du hast so recht. Ich bin auch ab und zu mal in der Situation, häufig am Wochenende, wo du denkst, okay, was zockst du jetzt dieses Wochenende? Es gibt also diesen Moment, wo du sagst, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, wenn ich bestimmte Spiele zocken will, weil ansonsten ist das Wochenende zu weit fortgeschritten und es lohnt sich nicht mehr. Und dann bin ich immer wieder überlegen, okay, spiele ich nochmal Bloodborne von vorne oder doch eher Dark Souls? Ja. Und ich tendiere immer eher zu Dark Souls. Vor allen Dingen gibt es ja eher diese schöne HD-Edition, die ich auch noch nicht gezockt habe. Auf dem Computer? Ja, auch auf hier, auch auf Pläse. Achso, nee, das ist Dark Souls 2 dann. Meine ich ja. Okay. Dark Souls 2. Ja, die habe ich auch noch nicht richtig durch. Wo muss ich denn lang? Da, geht an der Lampe links vorbei. Genau. Jetzt rechts. Das ist die Abkürzung quasi und links hier rein. Genau. Ach. Und da musst du runter. Das ist dein Weg jetzt, von hier runter. Das war eine Abkürzung. Du kamst von da rechts, hast die Abkürzung aufgemacht, musst jetzt in die Richtung, richtig. Zu den ganzen Leuten. Den mal hallo. Das ist ja richtig mies hier. Das ist ja gleich schon Schluss. Ja, neue Waffe, ne? Ja, alter Schwede, wie die gar keinen Schaden macht.
Nur 100 weniger sollen das sein. Das kommt mir echt. Ja, haben wir den Bloodrock schön verballert, ey. Wird doch in das komische Rad benutzen sollen, ey. Oh. Hä, wie heilt man sich denn nochmal? Wie heilt man sich nochmal, sagst du? Na gut, es kann passieren, du heilst dich nicht sonderlich oft bei deinen Skills. Ich komm nie dazu. So, yep. Ah, der staggert ganz geil, das Ding. Okay. Aber. Naja, wenigstens mal was anderes als Ludwigs Schwert kennen wir jetzt echt und auswendig. Ah, Entschuldigung. Sind drei, pass auf. Aber die sind echt easy. Also diese Fischtypen so, kannst dich trotzdem mal heilen. Kannst auch mal den Zauberspruch ausprobieren, der ist auch super lame, macht überhaupt keinen Schaden, weil wir sowas ja natürlich auch nicht geskillt haben. Puh. Ne, ist ein halber Schlag quasi. Braucht einen Quicksilver. Ganz schön unübersichtlich die Waffe, man rafft gar nicht so richtig, wo. Ja, ne? Wo man so richtig, wo der Trefferpunkt ist. Und da unten warst du eben. Im Fischtank, ne? Überlebt man den Jump nicht? Nee. Von hier nicht. Hat so ein bisschen was von. Dwarf? Fisherman's Wharf? Nee, eigentlich mehr so Dark Souls 1. Erstes vom letzten. Na, Sumpf am Anfang. In Brücken auch so Holz und so. Das ist alles weg, mein Gehirn, ey. Da ist nur ein Item. Dark Souls 1, Sumpf, du meinst Demon's Souls. Ne? Demon's Souls. Ja, okay. Ja. Aber der war irgendwie noch bedrückender. Da hat es ja so leicht genieselt, man konnte irgendwie nur 10 Meter weit gucken. Mhm. Hier siehst du ja alles. Das ist gar nicht drin in Bloodborne, oder? So ein ganz dunkles Gebiet, wie es sonst in den Souls-Spielen immer irgendwie war. Nee. Also das ist schon das Dunkelste hier, glaube ich, was. Also sowas wie The Gutter oder so aus Dark Souls 2 gibt's auf jeden Fall nicht. Ja, oder Tomb of Giants, das war eigentlich das Schlimme, fand ich. Ah. Also Dings, hast du das Video gesehen von Dark Souls 3 mit dem Sidestep? Gibt den Sidestep aus Bloodborne. Ja, ist mir jetzt nicht im Gedächtnis geblieben. Also wirklich genau diesen Quickstep. Ja. Gut, das war jetzt die Rolle. Uiuiui. War der noch nicht drin, als wir das gespielt haben? Nee. Da gab es nur eine schnellere Rolle. Okay. Aber nicht diesen typischen Bloodborne Sidestep. Finde die Leiter, Ed. Du bist hier schon mal hochgeklettert. Musst du nur noch wieder runter. Und hier bist du jetzt quasi, bist du weit noch weiter zurückgegangen. Hä? Ja, genau. Das ist noch weiter zurück. Aber guck dir das mal an hier, das Gebiet. Was ist das denn? Das ist der Typ, der jetzt Blitz macht. Das ist ja geil. Kann ich den hauen? Nee. Oh Mann, es ist alles so geil. Nee, ich gebe weiter runter. Okay, wo bin ich denn nachher gekommen, ey? Ganz hier geradeaus. Wie, hier? Durch die Muscheln. Scheiße, wir haben letztes Mal nachgeguckt, wie diese Muscheln heißen. Ich hab's vergessen. Ah. Stalaktiten? Nee, das sind diese Tropfsteine. Okay. Die heißen irgendwie... Regie? Wisst ihr noch? Wart ihr letztes Mal dabei, wo uns irgendwer gesagt hat, wie diese Muscheln heißen, so? Der biologische Begriff dafür? Warte mal, hier bin ich doch gerade reingegangen. Ich bin original keinen Meter weiter gekommen. Hä? Okay. Da hinten links ist die Treppe. Ach, hier. Irgendwas mit A und Doppel-M.
Boah, Alter. Alter, Alter, Alter. Nicht sehr anhänglich. Hier müsste man so eine Giftwolke schön reinhauen. Hm. Das vermisse ich auch, Giftwolken. Ja, ne? Und es gab ja Spaß. In jedem Teil dann irgendwo auch eine Stelle, wo die Giftwolke einfach super geil war zum Farmen. Die macht echt nicht so viel Schaden, die Waffe. Ja. Echt ein bisschen enttäuscht. Ja, der hat ja auch eigentlich gar keinen Zweihandangriff, sehe ich gerade, ne? Oder? In beiden Fällen hat er immer noch die Knarre. Ich kann es dir nicht sagen, ich habe den noch nie benutzt. Echt enttäuscht, wir hätten das Rad nehmen sollen. Das Rad. Ja. Ey, wie heißt das nochmal, wenn so ein Archäologe irgendwas Altes findet? So einen alten Stein. Das ist denn ein... Nicht Artefakt, sondern... Fundstück der Woche. Wie bitte? Fossil, genau. Das Fundstück der Woche. Ja. Unser Architekt hat es gefunden. Danke, Bell. Fossil, sagt sie. So, und wo steht jetzt der Name, Mann? Nee, Mann, hier ist falsch. Ey. Ammoniten sind das. Alter, merkt ihr das? Ja, wollte ich sagen. Smarter. Ammoniten? Ammoniten heißen die. Naja, okay, ich weiß aber genau, wie die aussehen. Also, ich sehe sie auch hier, aber ich weiß genau, was du meinst. Ich habe sogar gesagt, irgendwas mit A und Doppel-M, ne? Fängt sogar so an. Wie soll man sich das so merken? Ammoniten. Ey, die Waffe, was haben wir uns denn dabei eigentlich gedacht, ey? Ach so, jetzt bin ich ja hier an dem Punkt. Hier haben wir gespeichert, hier haben wir gestartet, beziehungsweise. Richtig. So, das heißt, jetzt kommt hier... Neues Gebiet. Mhm, pass auf, Crawling Guy. Und falls du dich erinnerst, wo du noch dabei warst, relativ am Anfang vom DLC, sind wir wohl langgelaufen und haben viel so einen Ammonitentyp vor unsere Füße aus dem Nichts. Und wir fragen uns, what the fuck? Genau, jetzt und wissen wir. Jetzt sind wir hier bei denen. Das sind die, oder was? Das sind die. Plus, guck dir die mal an, das sind ja schon irgendwie Menschen, aber irgendwie auch fishy. Aber was ist los mit denen so? Mhm. Und wenn du im Turm von Latria warst, dann siehst du, dass sie da auch alle irgendwie gezüchtet werden und so. So langsam zeichnet sich ein Bild. Und da kann man interpretieren viel. Okay. Ist ganz schön dunkel, ey. Warte, bevor du weitergehst, jetzt wird's nämlich hardcore, du hörst es schon. Mhm. Geh zurück bitte kurz, weil wir müssen kurz in die Werbung. Okay. Jetzt wird's hardcore, Alter. Perfekter Cliffhanger. Jetzt wird's echt hardcore. Warte, den mach ich noch. Den Ammoniten-Assi. Jetzt sagst du es aber auch gerne, ne? Den Ammoniten. Ja, das muss man sich auch irgendwie merken. Mir fällt keine Eselsbrücke ein. Wie kann man Ammo rein in seinen Ammoniten? Und Nieten... Ja, es sind halt echt Ammoniten. Ja, es sind Nieten, weil sie total auf dem Boden rumhängen und eigentlich nichts können. Geben übrigens ganz schön viel Seelen. 51.000 schon wieder. Ja, das ist quasi unser Ammo. Geben viel Seelen. Ammoniten. Ich heil mich mal. So. Gut, dann machen wir kurz Werbung, ey. Ich freue mich. Bis gleich. Ammoniten.